präsentiert von Autohaus Becker-Thiemann gegen den FC Schalke 04, präsentiert von Burger King. Schiedsrichter der Partie ist Dominik Gabetschny. Wir schließen Spieltag 2 ab mit der Partie Hertha BSC Berlin gegen Schalke 04. Zusammengenommen 10:2 Tore im ersten Spiel. 3:1 Sieg von Hertha BSC Berlin gegen Hannover 96. 7:1 hat der FC Schalke 04 Eintracht Frankfurt. Ja, nennen wir es ruhig vermöbelt. Und jetzt sind wir sehr gespannt, wer sich hier durchsetzt. Berlin, der Rekordgewinner des Fury Cups, mit hohen Ambitionen hier wieder. Aber das 1:0 erzielt der FC Schalke 04 in Person des Kapitäns. Da haben wir ihn im Bild. Asma Penda. Also der Toreigen, der Schalker geht gleich weiter. Da haben wir den Keeper. Maximilian Braune. Den weiten Ball in die Arme von Leon Kuck. Oh, von hinten in die Beine. Meistens die Entscheidung richtig. Foul an Joe Williams, dem Angreifer der Berliner. Spiel mit der Bande. Und dann der Schussversuch. Schick gemacht von Emin Şantekin. Also Berlin will ausgleichen. Ein spannender Satz in der Ausbildungsphilosophie der Berliner. Da ist dein Talent, bringt dich zu uns. Dein Charakter bestimmt deine Zukunft. Also gut alleine. Gut sein alleine reicht nicht, da gehört noch ein bisschen mehr zu. Und vor allen Dingen ist es Mentalität, es ist Charakter, die dann die Spreu vom Weizen trennt. Jetzt die Berliner mit viel Tempo, aber wieder der Ballverlust. Auch hier hart umkämpfte, intensive Duelle in dieser Partie. Bisher ein Duell auf Augenhöhe, trotz der Führung für die Schalker. Jetzt die große Chance und da macht das ein bisschen kompliziert. Lazar Samardžić, der überragende Mann im ersten Spiel, nächster Schussversuch. Hertha BSC Berlin mit Joe Williams. Also Berlin drückt jetzt auf den Ausgleich. Das war klasse gemacht. Schönes Kabinettstückchen. Und jetzt Freistoß für die Hauptstädter, die Initiative hier übernommen haben. Dominik Kapetschny, Schiedsrichter. Ganz ruhig, ganz abgeklärt. Abstand. Ball zurückgelegt. Und rein in die oberste Etage. Wechsel bei den Schalkern. Schalke auch jetzt hier mit dem fliegenden Torwart. Mit drei Spielern ganz, ganz tief an der gegnerischen Hälfte. Sie schaffen also ein großes Spielfeld. Ziehen den Gegner dadurch auch sehr weit zurück. Schussmöglichkeit. Also machen sie in meinen Augen von der Raumaufteilung genau richtig. Viele Teams hier dabei, die das Spielfeld noch sehr, sehr eng machen.
Freistoß nach Foul an Lazar Samardžić. Nationalspieler für die Berliner. Und jetzt ist die Möglichkeit. Der Hacke quergelegt, Samardžić zieht ab und verpasst wieder knapp. Also Berlin jetzt hier schon die bessere Mannschaft, gefährlicher, aktiver. Ja, noch nicht treffsicher. Das haben die Schalker im Voraus. Die Jungs aus der Knappenschmiede machen ja auch seit Jahren eine großartige Jugendarbeit. Immer wieder Eigengewächse hervorgebracht. Die Königsblauen, jetzt der Ball schön quergelegt und dann ist es wieder zu verspielt. Joe Williams. Und jetzt ist der Treffer da. Überfällig. 1:1. Hertha leicht aus. Wer sonst als Samardžić soll es machen. Also einer der heißen Anwärter hier auf den Topscorer in diesem Jahr. Ist über die Bande gespielt. Netter, kreativer Versuch. Wieder weiter Ballkopfballverlängerung und Abstoß vom Tor der Berliner. Nicht nur Nationalspieler sind hier in der Halle, auch Nationaltrainer. Der Bundestrainer, der U16-Bundestrainer hier in der Halle, Michael Feichtenbeiner, 57 Jahre, inklusive seines Co-Trainers. Beide Tage in der Halle, übernachtet auch in Lübbecke. Guter Abschlussversuch wieder. Die Berliner. Jetzt ein guter Abwurf, das war ganz wichtig. Dass da Jonas Dirkner dazwischen ist. Luca Netz jetzt den Ball zurückgelegt. Da immer wieder der Versuch. Doch 1 gegen 1. Sehr feine Ballbehandlung. Ball durchgesteckt. Die Schalker, die Fieber mit. Natürlich gerne mit 6 Punkten starten hier. Die Westfalen. 3 Minuten noch knapp auf der Uhr. Feldvorteile nach wie vor bei Hertha BSC Berlin. Langer Ball jetzt. Ah, wenn er den der Brust verarbeitet kriegt, dann wird es eine Riesenchance. So ist es immer ein Ballbesitz für die Schalker. Wird mir Schussversuch. In Pfosten raus. Hoch zurückgelegt, Ball jetzt auf den Boden gebracht. So. Klasse, Ball durchgesteckt, aber
Da passt Schalkes Keeper Maximilian Braune dann auf. Es lohnt sich gleich ein Klick in den Live-Score. Zweiter Spieltag ist dann rum und so langsam wird sich ein Tabellenbild abzeichnen. Jede Mannschaft hat dann zweimal gespielt und wir haben das schon ein paar Mal erwähnt. Morgen ja die Achtelfinals dann setzen sich zusammen. Das ist der erste gegen den letzten Spiel, der zweite gegen den vorletzten und so weiter. Und deswegen lohnt sich da immer ein Blick unter freewaycup.de im Second Screen ein Blick auf die aktuelle Tabelle. Hier kämpfen meine Mannschaften um einen 6-Punkte-Start. Ob es einer von beiden gelingt, das sehen wir jetzt in den nächsten 1 Minute 20. Ja, die Klatschpappen sind nicht nur zum Klatschen gut, die sind auch lesbar. Also multifunktional hier eingeführt. Hier der Schalker Fanclub. Hertha weiter am Drücker. Das war klasse gemacht, aber wieder Braun im Tor, der Königsblau, der sehr, sehr aufmerksam ist und auch einen sehr, sehr guten Eindruck macht. Die Berliner jetzt nochmal in der Überzahlsituation. Es muss allerdings schnell gehen, es muss mit Tempo gespielt werden. Das war wunderbar rausgelegt. Schussversuch und der Treffer. 39 Sekunden vor dem Ende. Das Tor durch Emicjan Tekin. Wunderbar gemacht. Fast an der Ecke des 16ers. Abgezogen. Wieder klasse Ball, wenn er den verarbeitet und abgeschirmt kriegt. Dann wird das Zeit geben. Das passiert genau jetzt. Wunderbare Ballbehauptung da. Körperlich extrem stark. Das war ein Foulspielball. Hertha BSC Berlin. Fantastisch gemacht. 15 Sekunden sind jetzt noch auf der Uhr. Uhr ist weiter angehalten. Spiel läuft jetzt. 10 Sekunden noch. Ballbesitz, Hertha BSC Berlin. Uhr läuft weiter. 5 Sekunden noch zu spielen. Das muss es eigentlich gewesen sein. Hertha BSC Berlin. Dem Rekordsieger gelingt der Traumstart ins Turnier. Mit einem 2:1 enttäuschte Schalker drehen ab. Hätten gerne mehr draus gemacht. Und wir wünschen jetzt gleich viel Spaß beim ersten Show-Highlight. Und wir hören uns dann gleich wieder beim dritten Spieltag der Vorrunde. Bis gleich. Wir kommen zu einem weiteren Highlight.